hier ist Marc von der Bikeschule Ride First und dem How-To-Portal Fahrtechnik TV, auch auf YouTube. Wir sind jetzt hier im Bikepark Winterberg, wie ihr im Hintergrund schon seht. Freeride-Bike von Polygon. Ich wohne hier in der Nähe, also bin ich wieder ein bisschen im Thema. Tables findet man in jedem Bikepark und ist natürlich auch super so, weil man so das Springen gut erlernen kann. Doubles ist die andere Variante, wo man direkt eine Lücke überspringen muss, genau die Landung treffen muss und natürlich dann schon ein bisschen heikler auch vom Kopf. Beim Table kann man sich gut herantasten, weil oben eine Fläche ist, auf die man auch drauf hüpfen kann. Und wichtig ist natürlich wieder die Step-by-Step-Variante. Man sollte wichtige Basic-Techniken wie Bunny Hop und Manual ansatzweise beherrschen, wenn man zum Springen kommen will. Vom Bewegungsablauf. Man rollt in der Grundposition entspannt und aufrecht auf den Table zu. Kurz vorher geht man in eine tiefe Haltung, Arme und Beine beugen sich. Und wenn das Rad in den Absprung geht, geht man in eine Streckung, um den Absprung des Rads zu unterstützen und kommt dann in eine natürliche Flugkurve. Blick geht voraus, das ist sehr, sehr wichtig. Und während der Flugphase merkt man ja, ob das Vorderrad ein bisschen zu weit oben hängt oder ob es passt. Dann könnte man das Vorderrad noch ein bisschen runterdrücken, damit man sauber mit beiden Rädern landen kann. Wenn man noch mehr Höhe erreichen will, sollte man eine Bunny-Hop-Bewegung machen, um quasi einfach noch mehr das Rad unter sich in die Höhe zu bringen, zum Beispiel wenn man ein bisschen zu langsam war. Häufiger Fehler ist, dass die Leute direkt versuchen, wie bei einem Clicky-Hop, aus den Knien das Hinterrad unter sich hochzuziehen, was sehr ungünstig ist, weil man dann nicht in eine vernünftige Haltung kommt, wo man dann von der man aus zum Beispiel ein bisschen stylen könnte. Am Anfang kann es sehr hilfreich sein, wenn man sich von einem Kumpel ziehen lässt, jemand, der den Table schon sauber springen kann, damit das Tempo ungefähr vorgegeben ist. Wichtig ist auch die Unterscheidung. Wenn man jetzt sehr schnell auf den Table zufährt, dann sollte man den Absprung im Gegensatz zu der normalen Bewegung, die wir uns eben angeguckt haben, wegschlucken. Das heißt, man fährt auf den Table zu und bleibt dann bei der Absprungkante sehr niedrig. Aus den Armen und Beinen federt man den Absprungeffekt ab, sodass man schön flach fliegt und nicht über die Landung hinaus segelt. Es geht dabei sehr ums Wiederholen. Das heißt, man tastet sich an den Table heran. Am Anfang springt man vielleicht oben drauf oder merkt noch ein bisschen, dass mit dem Hinterrad noch nicht ganz in der Landung ist. Und dann kann man die Geschwindigkeit oder den Absprungeffekt noch steigern. Wenn man sich sehr wohl fühlt, kann man anfangen, das Vorderrad ein bisschen einzuschlagen. Und die Könner können sich natürlich schon an andere Tricks heranwagen. Ein wichtiger Tipp ist, ich habe schon oft Leute gesehen, die wollten direkt einen ziemlich großen Table springen. Wichtig, startet lieber mit kleinen Tables, weil ein sehr großer Table braucht sehr viel Entschlossenheit und wenn man relativ viel Höhe hat und man schafft es halt nicht in die Landung, ist der Aufprall aus der Höhe, auf die man dann ins Flache knallt, doch sehr unangenehm. Entschlossenheit ist das A und O, deswegen fangt mit kleinen Tables an und dann könnt ihr euch rantasten.